Die City Cobra. Das ist ein Film, was ich eigentlich in die Filmempfehlung reinpacken wollte, aber nachdem ich den jetzt gesehen habe, muss ich den eigentlich in die Kritik reinpacken. Das ist ein Film von 1986 mit Sylvester Stallone und Brigitte Nielsen. Man muss mal gucken, wie groß die Blondine ist und der kleine Sylvester Stallone. In den Filmen sind die natürlich immer gleich groß. Das wird natürlich so hingemogelt im Film. Der ist von 1986, ist ein Film seiner Zeit. Meine Brüder haben mir den empfohlen und jahrelang habe ich den Film nie sehen können. Jetzt habe ich mir ihn endlich mal gekauft und der ist mir sowas von angepriesen worden als richtig guter Film. Und ich kann nur sagen, mir hat der gar nicht gefallen. Also dafür, dass ich über 30 Jahre lang darauf heiß gemacht worden bin auf diesen Film, fand ich den mega schlecht. Vom Schnitt fand ich den schlecht, von der Filmmusik fand ich den schlecht. Es war so gezwungen, cool zu sein, so kam das ein bisschen rüber, fand ich persönlich. Sylvester Stallone hat da bessere Filme gemacht, wo die Coolness rüberkommt. Und in diesem Film hat man das Gefühl, wird es quasi geübt, cool zu sein. Für mich ist das ein klassischer B-Film. Ich habe den auch nie großartig im Fernsehen irgendwo gesehen, sonst hätte ich den mir ja mal angeguckt. Deswegen ist der auch in der Versenkung verschwunden, der Film, denke ich mal. Der hat ein Budget von 105 Millionen US-Dollar gehabt 1986, wie gesagt. Also inflationsbereinigt wäre das heute deutlich mehr. Und hat über 500 Millionen US-Dollar eingespielt. Also war das ein sehr erfolgreicher Film, ist aber nie fortgesetzt worden. Das ist quasi so, er ist ein außergewöhnlicher Detective, der harte Fälle hart angeht. Wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, dann geht er da halt rein und killt alle. Das ist total übertrieben dargestellt. Das ist ja, typisch Hollywood der 80er damals gewesen. Ich kann mal kurz vorlesen. Cobb Stallone donnert auf Blu-ray durch die Hölle der Großstadt und niemand kann ihn aufhalten. Wie Sylvester Stallones Rocky und Rambo ist auch der Held in die Citigroup ein echtes Original. Die Ein-Mann-Armee, Lieutenant Marion Coretti, lässt mit laserunterstützter Maschinenpistole und einem 45er Colt mit Perlmuttgriff Feuer und Schwefel auf jeden regnen, der das Gesetz übertritt und ihn in die Quere kommt. Erneut inszeniert Regisseur George P. Cosmatos, der Rambo 2 und Topstone gemacht hatte, Stallone in diesen Thriller. Okay, da wurden schon Rambo-Filme gedreht, die waren deutlich besser. Verstehe ich nicht, warum man so einen schlechten Schnitt dahin gelegt hat. In der Kobritie eines gnadenlosen Serienkillers jagt. Die Spur führt nicht nur zu einem Mörder, sondern zu einer ganzen Armee von Psychopathen, die mit Gewalt eine neue Ordnung errichten wollen. Wobei auch die zufällige Zeugin Brigitte Nielsen, spielt ein Model, ihres jüngsten Bluttats dran glauben soll. Zum Glück ist die Cobra ihr Schutzengel. Nie hat es im Actionkino ohrenbetäubender und überzeugender gekracht. Ja, das kann man so sagen. Man kann das vergleichen mit Expendables. Also, da werden wahllos Leute umgeknallt, die Guten wie die Bösen. Ohne Sinn und Verstand. Hauptsache, da knallt es und da stirbt jemand. Also wie bei Appendix-Bills, da gibt es auch keinen Sinn und keinen Verstand hinter. Und so ist der Film auch gemacht. Ja, also damit ich da 30 Jahre auf diesen Film gewartet habe, weil meine Brüder mir den empfohlen haben, bin ich sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein 86, da war ich noch ein kleines Kind, durfte ich natürlich nicht gucken. Ja, also jetzt noch über 30 Jahre Warten des Films und dass ich mir den endlich mal angucken durfte oder konnte. Bin ich megamäßig enttäuscht. Also da gibt es viel bessere Stallone-Filme. Tja, das ist so ein B-Film. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich den mir nicht wieder angucken werde. Der verschwindet im Schrank und dann ist gut. Es ist traurig, da habe ich mir viel mehr von erhofft. Also das Cover und sowas sieht ja schon geil aus, ne? Aber das ist, wird einen Grund geben, warum sie das nie fortgesetzt haben. Das ist sowas von schlecht vom Bildmaterial. Vom Schnitt her, von der Musik her. Ich kann mich da nur wiederholen. Also ist keine Empfehlung, ist ein Kreditvideo und
Wie gesagt, wenn man im Internet guckt, hat den scheinbar sehr viele Leute geguckt und sehr viele Leute hat auf Gefällt mir gedrückt. Der ist bei unterschiedlichen Internetplattformen teilweise bei 5,5% gelistet und das ist der Höchstwert. Ja, kann ich nicht verstehen, aber wenn die Mehrheit der Menschen den toll findet, wird wahrscheinlich auch die Generation sein der 80er, denke ich mal. Also bei mir ist der durchgefallen, ganz ehrlich. Ich bin mega enttäuscht. So, bis zum nächsten Filmempfehlung. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.